Bist du bereit, Knugi? Okay. Je me souviens de toi, manger, boire, richemar, et je veux bien comme toi, la haute cuisine. Ja. So in der Club. Das ist gut. Hey, aha. Hast du das kaputt gemacht? Nein, du, 5 Minuten vorher. Ich weiss. Hey. Was machen wir? Ich lade ein Käfeli aus, ist gut. Ja, wir haben hier die Maschine. Die haben wir vom Marlon Brandloch zur Verfügung gestellt bekommen. Und weißt du, das Spezielle an dieser Maschine? Das ist eine Gagia. Das ist eine Gagia, ja. Gagia heisst sie. Mhm. Und das Spezielle an dieser Maschine ist, die macht ganz, ganz grusigen Kaffee. Ich weiss. Wir probieren es schon seit Jahren, dass da guter Kaffee rauskommt. Und ich habe das Gefühl, je mehr dass wir rauslassen, desto besser wird das. Okay. Und das ist unsere erste Show. Und darf man zuerst mal das Käferli trinken, finde ich. Uiuiui, pass auf. Und darum hoffen wir jetzt, dass es nicht so ganz so grusig wird. Also wäre schon gut, wenn man genug lange rauslässt. Okay, ja, das geht los. Gaggobohnen. Wäre jetzt nicht bei 2 Kaffees Tee gewesen? Ich weiss nicht. Jetzt kommt nur Wasser. Ah, nein. Ui, da tropft auch noch etwas vorne. Gaggobohnen. Du stoppen! Nicht, dass man zu viel mit trinkt. Uiuiui. Gut, da, nimm doch du das, was viel mehr drin ist, das gönne ich dir, weißt du? Wasch mich so hässlich. Nein, es ist im Fall, es wird besser. Es wird besser, glaubt mir. Stark. Oder? Das ist stark. Ist gar nicht mal so gut. Nein, ist nicht gut. Also ja, wo sind wir, Brudi? Was haben wir da errichtet? Also was haben wir da errichtet, Schönes? Das was ist Podcuisine. Herzlich willkommen in der Podcuisine. Erste Folge. Oh shit. Hey, das Konzept ist je eine Herdplatte, ein Pot. Wir haben unterschiedliche Pot, weil du natürlich nicht mit dem günstigsten klarkommen bist, so wie du bist. Mhm. Sieht man auch an deinem Style und so alles. Das ist schon der exzentrische Teil. Das ist so. Also ich habe ein bisschen teurer gekauft, einfach weil du bist Koch und ich denke, vielleicht kann ich wenigstens mit der Pfanne ein bisschen. Du hast halt die Elternpfanne gewählt, finde ich. Wie heisst das ich? Ich weiß es nicht. Okay. Aber es ist eben kein Römertopf, weil der Römertopf wäre aus Lehm, oder? Das sind und lang wäre das ich. Ja, und so breiter. Und wäre wahrscheinlich auf Induktion angegangen. Krömer, wie heisst das sich? Es gibt einen Namen. Krömer kann schon sein. Nein, das heisst doch nicht cool. Es gibt einen Krömer schon. Kröse Meier. Auf jeden Fall so einen Topf, das hat ja jeder schon mal gesehen. Ein Pot. Und in diesem Pot müssen wir schaffen, ein Mehl zu kochen. Weil wir haben einen Grundstock können kaufen, oder? Das ist so. Da haben wir zum Beispiel Basilikum. Mhm. Das ist Koriander, das sehe ich nicht von da. Schau, mich kannst du nicht verarschen. Mich kannst du eh kennen Sachen. Aber hast du gewusst, dass jede Pflanze, die auf dem, unserem Set steht, kannst essen? Wirklich? Das ist doch die Ding. Das ist die Krokettenpflanze. Ja, genau. Oder? Aber an dieser Stelle noch ein herzliches Dank an Blumenfleur in Blumenthal. Oh! Wer ist denn da? Wer ist denn da? Corona-Polizei! Ist gut? Ist gut, ja, passt. Ja, ist gut, kann ich euch auch noch sehen. Kann man gerade deponieren. Ja. Wir haben gedacht, vielleicht hat es noch eine spezielle Gewürzmischung drin, die wir brauchen zum Kochen. Gibt es da einen Kaffee? Im Fall, wir haben den besten Kaffee von ganz Zürich. Es ist wirklich, die Maschine ist bekannt dafür, die macht den besten Kaffee. Und ich lasse euch jetzt einen raus von denen. Das ist super. Toll, super. Du bist bekannt dafür, dass immer jemand du einen rauslässt, gell? Ja. Ab und zu behalte ich auch einen drin. Ja, du hast schon mal einen drin, gell? Aber du hast gewusst, Kaffee wirkt ja, also tut alle Gefäße zusammenziehen, auch den Darm. Zum Beispiel, es gibt ja Leute, die am Morgen einen Kaffee müssen trinken. Ja. Kennst du das? Ja, aber ich habe gemeint, es sei nur wegen warmem Wasser. Es geht gar nicht um den Kaffee. Nein, es ist im Kaffee. Mr. Barista. Ja. Hast du mal geraucht? Ja, natürlich. Ja. Ich eben auch. Und dann, wenn man nicht mehr raucht, dann braucht man plötzlich viel stärkeren Kaffee am Morgen, damit man sich innerlich entleeren kann. Ja. Kaffee Basler. Richtig. Ja. Aber ich habe im Fall gehört, dass es nur darum geht, dass der Darm wärmer wird. Kannst du das geben? Soll ich das hierher tun? Das sind übrigens die Philipp Kuhn und Patti Basler. Sie kommen heute mit uns von der Top-Kochen. Bravo!
Ja. Wir sind aus dem Aargau angereist und das ist sowieso ein Krisengebiet dort, oder? Also darf ich das wieder allgemein, ja, jetzt wegen Corona. Allgemein. Also, Spreitenbach war das erste Superspreader-Event von der Schweiz. Ah, dort in dem Einkaufszentrum. Ja, ja. Das war aber eine sehr gescheite Idee, das ist so promomässig. Ja, also, ja. Siehst du wieder an, was man muss posten muss? Du siehst ehrlich gesagt auch aus, als würdest du dort wohnen. Ja, hey, hallo? Ich habe gerade nicht gekommen. Hast du etwas gegen meine Hupe? Ja. Nein, noch nicht. Noch nicht? Ja. Stell jetzt los, also Achtung, jetzt kommt der Kaffee. Das ist wirklich weit um berühmt. Also, es ist, bis, ist ein Ding, ja. Achtung. Da sind wir, die bekannte Kaffeemaschine vom Rapper Knacke Bulle. Das ist vom Marlon Brandloch. Ui, da Brandloch. Ist fast... Wer will weniger? Welcher Glück? Ich nehme kurz. Es passt. Achtung, ich nehme dran. Viel Spass. Du, Prost. Cheers. Ja, danke, dass wir da sind. Hey, sehr gerne. Was Cheers. Habt ihr jetzt schon geredet? Da in dem... Wir haben ein bisschen gelästert über euch. Abgelästert? Ja, ein bisschen. Okay. Du, also nein, noch nicht viel. Habt ihr gewusst, wer ihr euch in die Küche holt? Quasi? Ja, haben wir. Recherchiert. Du hättest noch einen Schnupfen an der Nase. Nein. Wir sind doch in Zürich. Natürlich. Pulver. Muskatschnupfen. Ja, genau. Ich habe übrigens gar keinen Kaffee mehr. Luke, hast du nicht von deinem Vater so einen Schnaps lieber bekommen? Möchtest du gerne einen Schnaps? Ich habe gesagt, ich kann sehr gerne einen einschenken. Kann das sein, dass du das irgendwie im Sinn hast? Sorry, das ist nicht Landfrauenkoche. Hey, Luke! Ja, ich habe nicht von deinem Vater noch einen Schnaps gehabt, den man könnte kredenzen. Ja, so einen lustigen Schnaps. Schön, dass du Mensch. Schau von einen ein, Bro. Weitet ihr auch? Aber Annemarie, eine, diese, zum Anfang, ist die nicht vom gleichen Kaff wie du ursprünglich? Das ist doch Wollen oder so, freie Amt. Oh, Jesus. Kommst du von Wollen? Ah, das ist jetzt, also, das ist jetzt eine Unterstellung. Ja. Zum Wohle. Ja. Prost. Weg. Warte mal, da zieht er. Zum Wohle. Zum Wohle. Von jetzt an geht es bergab, kann ich euch sagen. Kommt denn so da? Ich habe es gesagt, ja, weil wir haben gedacht, super. Promis ein bisschen zusammen. Nein, wir haben gedacht, einfach so ein bisschen ergänzende Egos. Also du als sehr dominante Persönlichkeit und ich eher als zurückhaltend. Das ist ja nicht so. Ich bin natürlich in meiner Rolle als einzige Frau jetzt hier in dieser Runde, also auch als einzige Runde in dieser Gruppe, bin ich mir ja bewusst, wann ich für eine Rolle einnehmen muss. Du bist Koch, gell? Du bist der Einzige, der wirklich etwas kann. Dürfen wir bei dir dann ein bisschen spicken? Kannst schauen, abschauen. Probieren, aber einfach nicht den Finger reinheben. Du hast es recht. Ich habe noch nicht probiert. Was kommt denn da? Da kommt etwas aus der Cloud. Wow. Oh, das wird downloaded! Ui, was ist denn da? Die Sicher sind schwer. Pass auf, soll ich ein bisschen unterher? Warte, weißt du, wir müssen es mit dem Haken. Ist es du musst das auch aufrollen. So, Achtung. Ich erkläre es kurz. Wir haben von Too Good To Go so Überraschungspäckchen. Sie tun eigentlich so Food Waste verhindern. Indem sie eben über das App so Päckchen bestellen mit Sachen, die gleich oder eben noch nie oder einfach, wo sonst wahrscheinlich würde verloren gehen. Aber nicht nur, es ist auch mit ganz vielen Restaurants zusammen, wo zum Beispiel am Abend Takeaway-Sachen kannst, die nicht mehr verkauft werden, kannst du zu günstigeren Preisen holen. Und wir haben jetzt so ein Überraschungspäckchen Party. Und wir sind zusammen und müssen zusammen. Also dürfen wir jetzt aus diesen zwei Päckchen rausnehmen, die einmal meistern? Nein, ich glaube eben nicht. Oh, aber ist es angeschrieben oder nicht? Ja, da hat es gehabt, schau. Also, wir haben nicht das gleiche drin. K wie Katzi Basel. Das ist bei uns. Also zeig mal. Also. Kräuter-Grillmix. Okay. Also, du kannst ja Pasta, haben wir gehört. Ja, dann könnte man einfach mal... Sicher Volante. Das ist geil. Das sind fliegende Volante. Müssen wir dann schauen, dass wir den Deckel drauf haben. Sehr gut. Und dann haben wir, was ist das? Das ist ein jungfräulicher Blumenkohl. Ja, das ist so eine Art... Ja, genau. Ein Hipster Blumenkohl. Ein Hipster? Boulé. Ja, aber Boulé ist gefährlich. Boulé ist, da müssen wir den ganz gut schauen. Nein, aber es passt zu der Volante. Das ist ein Geflügel. Volante heisst ja Geflügel. Ah, drum. Wir machen thematisch. The Flying Kitchen. Ah. Bullenschenkel. Ah, ja. Schulebänkel. Okay. Ui, das wird eine Challenge, okay. Sage ich dir. Also ui, das bin ich lieb. Aber sie haben Fans, stell dir vor. Sag mal. Das ist ein guter Chicken. Was haben wir so? Das zeigen wir mal. Bitte Kneck.
Kann man traden? Oh ja, kann man traden. Ja, Bitcoin? Nein, einfach so. Wir haben Bitcoin und wir haben Boni. Wir haben Boni, wir haben Manager-Boni. Okay, sehr geil. Aha, ja. Ich bin's Telepassar. Ich bin's Telepassar. Hier fängt alles, was du brauchst. Das ist ich bin's Telepassar. Ich bin's Telepassar. Ich bin's Telepassar. Wow. Hier fängt alles, was du brauchst. Das ist ich bin's Telepassar. Sollen wir dir eigentlich draus mit Kryptowährungen? Kryptoverange, oder was gibt es denn sonst mit da? Jungs, alles easy, es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach die beste Kryptowährung Bitcoin mit der Schweizer App Relay traden. Und das könnt ihr machen, indem ihr auf Google Play Store oder Apple Store gehen, die runterladen, durch die Erklärungsschritte gehen, angeben, wie viel Geld ihr ausgeben wollt für Bitcoins. Am ersten Tag könnt ihr bis zu 100 Franken, danach bis zu 1000. Und das Coolste am Ganzen ist, du brauchst kein Wallet, du musst dich nicht anmelden. Du kannst ganz einfach über dieses E-Banking den Kauf von Bitcoins ab. Und die Bübelis, kommen die jetzt raus? Ja. Ah, für mehr Infos könnt ihr einfach auf relay.ch. Ja, Selenie. Hier fängt alles, was du brauchst, das ist Ibis Telepassar. Nein, Bohnen kannst du selber überlegen, wie du das machen willst. Also, weißt du, was das ist? Ja, das ist ein Hipster-Blumenkorn. Also, schau jetzt. Du tust jetzt mal hier die Schwänzchen abschneiden. Nein. Von den Bohnen. Das ist jetzt deine Aufgabe. Soll ich die noch waschen? Du tust die waschen und dann tust du hier, weißt du? Die Schwänzchen abschneiden. Ja. Gut. Ja. Und dann müssen wir ein überlegen, weil wir haben ja nur einen Topf, müssen wir vom Timing her ein überlegen. Weißt? Also dann tun wir zuerst das Boulet anbröteln und dann tun wir es auf die Seite stellen und dann tun wir es oben drauflegen. Ja. Also tue ich jetzt Boulet marinieren. Also zuerst aufs Couscous los. Ich glaube, ich mache zuerst Couscous, dann haben wir das wie mit vorher. Mit dem Brokkoli zusammen. Mhm. Okay, dann tue ich den mal ein bisschen nett vom. Yes. Das ist super. Mal, ich mache mal da ein bisschen. Unschön. Halt, ich muss jede Bohne einzeln abwaschen. Nein. Gut. Also deine schon. Deine Nudeln? Du herzige Bohnen. Ja, wir kochen das Zeug, da wird man nicht waschen. Nein, das ist. Was ist eigentlich der Challenge? Dass man möglichst schnell fertig ist? Nein, oder? Dass man mit der Zeit. Nein, das will ich nicht. Ich tue nur gerne schnell kochen. Challenge ist, dass du mit mir überhaupt etwas herbekommst. Hast du gesehen, es hat knoblich. Schau. Mhm. Und schau, jetzt aber zum Teil sättige, das muss ich natürlich. Können wir eins Mühe von diesem Druck drin tun? Ein Kaffee. Eins Mühe, schau nur so. Hey, bitte, Philipp, jetzt. Nein, da geht nicht. Das führt mich nicht an. Mama, das was ist mit dem Absahn-Zeug. Absahn-Ding haben wir gerade und ihr könnt es nicht probieren. Und du hast Peperoncini hast auch schon genommen. Du bist eben so ein bisschen ein Phobiker. Du bist ein Phobiker und ein. Ein was? Ein Hypochonder. Nein, das bin ich nicht. Ein Hypochonder bin ich nicht, aber ein Worst-Case-Szenario-Maler. Wie geht das Teil da? Warte, zeig das. Nein, du hast es gerade richtig. Ah, nein, du musst mega lang. Ich kann ja. Du hast Peperoncini abgeschleckt! Wirklich? Ja! Nein! Das macht es nur noch viel schlimmer. Nimm doch nicht vom Basilikum! Ich bin eine Kuh! Ich grüße! Grüezi! Ich bin ein Kuh! Bevor ich die blöden Bohnen brauche. Also, was du? Ich glaube, das ist dein Glas. Sag jetzt gib mir mal Alkohol, viel. Ja. Dann muss ich anstossen. Ich muss auch noch kurz füllen. Aber ich möchte auch. Kannst du mir auch ein bisschen Eis geben? Ich möchte auch. Brösi? Ja, was ist das richtige Glas für dich? Ich komme jetzt Brösi. Was ist das da? Das ist ein Gin. Nein, das ist Olivenöl. Du von dem überall drin. Können wir noch eine Flasche Prosecco haben? Ist das möglich? Nein, es hat glaube ich keinen mehr. Service? Es hat noch etwa 3-4. Soll ich dir hier den frischen Knoblauch drücken? Ja, genau. Und ganz verdrücken und hier reinschmeißen. Ja, aber es hat keine Knoblauchpresse, by the way. Das ist wirklich ein Brettschuh. Weißt du, du kannst einfach das Messer quer drauf und dann so. Aha. Und den kannst du einfach so ein bisschen schneiden. Einfach so ein bisschen abschneiden.
Kochschule war für euch prägend, für euer Leben prägend gewesen. Ja, es ist nicht, weißt, so es ist nicht wie in Zürich, wo man das nur irgendwie mal einig hat. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin auch in der Kochschule gewesen. Ich kann für. Darf schauen das auch Kind? Nein. Kind? Sicher nicht. Das ist schon 18, ja. Jahrelang ist das abhängig vom Alter? Jetzt hörst du, sie erzählt etwas, was Kinder nicht dürfen hören, das ist wichtig. Ja, ich kann müssen. Jahrelang der Frau Speichel, Pizza. Ja, tu schon mal da. Ja, passt doch mal auf, oder was? Ich bin mir nicht gewöhnt, scharfe Messer. Meine sind auch immer stumpf. Wie deine Pointe. Was hast du jahrelang müssen? In die Kochschule und die Buben haben nicht müssen. Und die Mädchen müssen. Und die Buben haben Mathe, und Geometrie und Geografie. Und ich habe nachher zu dem Scheiß auch eine Abschlussprüfung gehabt. Das ist zum Kotzen. Machst du alles Chaos? Ja, Kotze, ja, natürlich. Kanadisch. Ja. Ist gut. Kanadisch und Mathe. Krasses Olivenöl. Kannst du das mal anschauen? Das ist brutal. Das ist so krass. Das ist wirklich zu krass. Zu krass. Das könnt ihr kaufen da für 35 Stutz den Zentiliter. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, aber es ist. Knecht, sag schnell wegen Olivenöl. Was ist Mac? Ja, kannst du noch mehr sagen? Das ist von meinem Coiffeur. Jetzt schaust du meine Frisur an. Ja, schön. Kennst du Haaröl? Es ist zum Haaröl sagen. Voilà, okay. Das ist jetzt eben das Haaröl. Zum Haaröl sagen. Das ist ein Ostschweizer Ausdruck, zum Haaröl sagen. Handpicked. Du sagst, wenn ich das mit dem Prosecco das ablöschen soll? Ja. Hast du nicht das Gefühl, ich könnte jetzt langsam? Du willst einfach immer das ablöschen. Du bist nämlich so ein Zeus wie sich. Du bist genau so ein verdammter Pyroman, der ein Zeus damit wieder ablöschen kann. Da löscht man ab, wenn ich heute... Aber komm, ein Spritz kann ich auch vom Dritten. Nein, hör auf, du weißt auch schon, mit einem Spritz kann etwas passieren. Gut. Wir fressen das Zeug eigentlich während dem Kochen. Am Schluss ist es... Ja, aber oh, wow! Kann ich noch ein bisschen ablöschen davon? Ja, lösch ab. Nur ein kleines Tänen. Darf ich den mal drauf? Ja, spritz drauf. Oh, nein, pass auf. Hey, spritz drauf, Baby. Spritz so. Drauf. Ja. Mehr. Ja! So, gut. Ich habe das Gefühl. Wieso stellst du das auf unsere Seite? Ah, ich nehme das. Jetzt haben wir das geile Olivenöl. Du von dem überall drin. Ja, und dann haben wir Bohnen. Dann nehmen wir Basilikum. Achtung. Ja. Das ist so wie die Ölmassage. Ja, das ist super. Nein, ist im Fall mega fein Olivenöl. Gut, dann willst du Basilikum? Das ist geil, das mache ich jetzt 2 Stunden. Kannst du so die Auswurz ist nicht wirklich zum Essen. Genau. Nein. Das ist so ein bisschen... Auch nicht zum voll reindrücken, wenn man es berührt. Was? Welches? Die kleine Sukkulente, die wir bekommen haben. Ich habe gar nicht wirklich dran gelenkt. Die kleine Sukkulente, die wir vom Sponsor bekommen haben. Ja, von unseren Blumenflörs im Flumental. Männerpflanzen.ch hat diese Sendung gesponsert. Nein, das ist Männerpflanzen. Nicht. Soll ich das rein tun? Ja. Ist das auch Männerpflanzen? Ja. Gut. Kannst du mir da mal ein bisschen... Da? Nein, es wird nicht mal, es wird nicht mal cool, mit wenn schon sollte man es filmen. Nein. Komm, du musst Vertrauen haben. Warte noch. So, das haben wir. Also, one moment. Musst du. Jeder Schenkel... Jetzt ist Learning. Jeder Schenkel... Hey Leute, jetzt lernen wir etwas. Jetzt. Genau beim Gelenk, eigentlich da, wo du bei der Haut siehst, kannst du einfach so... Einfach das Knie durch. Ja, schau, jetzt habe ich genau nicht getroffen. Jetzt das schaffe ich dann besser, ja. Genau, ein bisschen mehr rechts und da jetzt eben wieder Knorpel, wo kannst du eigentlich schneiden. Mhm. Und jetzt kannst du wie so am Knochen... Jetzt finden wir voll nicht. Jetzt hast du über den Vorführeffekt. Das ist vielleicht eine spezielle Sorte Bulle. Genau, jetzt kannst du eigentlich da, wo der Knochen ist, kannst du eigentlich so, wie so immer am Knochen entlang, so ein bisschen rein. Und dann kannst du das nachher irgendwann, wenn der Knochen dann da vorne kommt, quasi, ich hasse es. Wenn man es nicht ausbeint, dann scheisst man nicht. Wir können es auch so machen. Also gut, es ist ein bisschen authentischer. So ist es authentischer. Ja, dann machen wir es so. Gut.
Authentisch. Stimmt aber. Ist geil. Stimmt auch, so. Sorry. Jetzt saufen wir ein bisschen. Ja. Was, hast du Glas? Jetzt haben wir ein bisschen Zeit zum Saufen. So, und jetzt kannst du einmal die Salatsauce probieren und sagen, ob sie sehr geil ist oder nur halb geil. Ich weiß schon, dass ich es gesehen habe. Wie habe sie gemacht? Haben sie zusammen gemacht? Das ist das Gemeinschaftswerk. Das Gemeinschaftswerk. Ich würde am liebsten baden. Ding. Badi Basler. Mm. Aber könntet nicht. Das ist nicht ein Kind. Mm. Das ist eigentlich fast schade, dass wir hier eine Bohne drin haben. Gell, die Bohnen. Jetzt kochen wir die dort drin und tun die hier rein. Mhm. Und wenn ich sie kommt immer schon. Ich habe nicht so viel Erfahrung mit Bohnen. Ich habe es ein bisschen verstümmelt, ehrlich gesagt. Gell, ich musste nur mit Spitzen wegnehmen und nicht hier so abschneiden. Mal, aber die Spitze hat schon wirklich. Nein, aber ich bin Fall schon mit dem Ding mit dem Gussguss bin ich schon nicht ganz zufrieden. Das ist mehr ein Mussguss geworden. Muss. Hey, haben wir auch einen Telefonjoker oder so? Kann man aber mal anrufen, der kocht? Können wir sowieso, wenn du willst. Fühle mich jetzt aber schon gerade ein bisschen beleidigt. Hey, Lukas, kennst du noch einen guten Koch? Ja, hey, willst du dir noch einen guten Koch machen? Ja, kenne ich schon, aber... Darf ich dir so einen Aluhut machen? Ja, gerne. Aber erzähl dir mal, wie das alles hier genau wie funktioniert. Wie die ganz wirklich so. Böse. Wie das funktioniert, nein, ja. Ich weiss es ja. Wo ist eigentlich der Kompost da? Weißt du, ich weiss es ein bisschen besser als alle anderen. Ja, du bist jetzt doch ein überheblicher Mensch. Ja, überheblich. So. Hat Achtung, da die zwei noch. Nein, eben nicht. Nein. Ich bin extra wieder weggenommen. Freitopf, wie kann man denn noch essen? Ja. Gut, das tun wir doch nicht fortrühren. Nein, die rühren wir möglichst schnell. Wir machen doch kein Food Waste. Nein. Ist es das? Wir machen kein Food Waste. Niemand von diesen Leuten, die jetzt hier zuschaut, sieht, dass es auch eine Crew hat hinter der Kamera. Es hat auch Menschen hier, die für uns arbeiten, die nie im Rampenlicht stehen. Aber sie stehen so dort, als wäre es im Rampenlicht, nämlich so. Ist das der Loco Escrito? Nein. Wo? Hey, hallo, was ist mit dir los, Mann? Nein, einfach, wo auch ein bisschen Leute denken, die hinter der Kamera sind. Das, ja. Ah, stimmt, ja, das hat er auch gesehen. Ach, erwähnt. Ja, genau. Nein, das ist doch cool. Darf ich bitte da durch? Es ist ja, sie schafft, was ich habe gesehen, sie schafft auch mit Alufolie. Das heisst, wir haben mit Alufolie angefangen zu arbeiten. Komm, gib mir mal, wir machen Alu. Ah, jetzt gleich will ich dich machen. Gut. Für die Vater. Er schützt halt hure gut Hirnhaut. Grad. Ja. Hirnhaut? Hirnaluhut. Sieht geil aus. Eine Hirnaluhut-Entzündung. Aber fühlst du dich eigentlich nicht schlecht, dass du mit meinen Steuergeldern deine kommunistischen Theorien kannst, beim Leutschen Bach verbreiten kannst? Ich sehe, dass das ein Dampfkochdampf ist, weil ich das draufgestellt habe. Dampfkochdampf? Normalerweise gucke ich bei euch kommt einfach nur heiße Luft immer. Aber das ist gefährlich, wenn man sieht, solche Dings, Sachen gehen kaputt. Ja. Ich wollte nicht quasi drüber runterrutschen. Da, oder? Und dann... Das hat... Oh, wow. Kannst du bitte ein bisschen auf die Seite gehen? Ja, hallo. Entschuldigung. Hey, auf jeden Fall. Ui, hast du jetzt deine Hände gebrannt? Yes. Patti hat jetzt schon mehrere Sachen. Sie hat ihre hat Peperoncini. Tut ihr das Aromat? Aromat tut man nie rein. Nein, einfach nicht. Ich brauche nicht Rotwein. Hallo. Rotwein passt wirklich nicht. Liebe Kind, etwa so sieht es aus, wenn man Hämorrhoiden hat und ein alter weißer Mann ist. Weil man nicht gerade schiessen kann, wenn man müsste. Was? Du hast im Fall ein bisschen Krütchen da an den Fingern. Das macht doch nichts, Patti, das macht doch nichts. Aber gell, sehen deine Hämorrhoiden ein bisschen so aus? Nein, meine haben Hemmungen. Weil sie Hämorrhoiden, hey! Es geht nicht immer nicht dauernd wegen nie. Geh schiessen vor! Vor der Schau will sich nicht fliehen. Es schiessen um keinen Preis, nein, Pütis, nein, weil sie Hämorrhoiden haben. Es schiessen um, nein. Mit Stausicht vor Knäcker voll und Zander schwer. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt trauen sie sich nicht einmal aufs WC. Nein, geht nicht. Jetzt trauen sie sich. Sie pflanzen nicht einmal einen Stein. Hey, weil sie Hämorrhoiden haben. Hey, jetzt Hämorrhoiden. Ah, sehr gut. Ja. So, soll ich da jetzt auch noch schnippeln? Ich organisiere dir ein Schüsseli. Braucht ihr noch ein Schüsseli?
Oder sie haben ihr Schüssel? Nein. Ihr habt eigentlich dort, oder? Wir sind schon zwei. Ich frage einfach, weil ich fertig. So. Fair enough. Ich bin schon ein bisschen fair. Ja, genau. Ich bin für ein Grundeinkommen für so Künstler, die einfach ein bisschen Pech bei der Berufswahl. Oder? Ich meine, auch bei der Berufswahl könnte immer eine Corona-Welle geben. Niemals. Ja, das ist so, ja. Zwei, drei, also sieben Wellen. Es sind ja immer sieben Wellen. Was du siehst, so ist bei Joyce. So hat es bei Joyce angefangen. Wirklich? Dass wir irgendwelche. Leute du mal Beatboxen! Im Hintergrund hat gesagt, ich soll Beatboxen. Bitte nicht. Nein! Und der Luke, weißt du, der kann rappen. Das ist so eine gute. Ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt. Du mal du Beatboxen und du machst einen lustigen Rap. Das ist so eine geile Idee, Mann. Und weißt du, gell? So das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Aber ich habe einen krass Teambegriff. Es ist oft so, dass Leute sagen, dass du so Ideen hast, die sonst noch niemand hatte. Ja, okay. Ja, das passiert mir immer wieder. Ah, gut. Ja. Warte, ich muss den noch waschen. Hat jemand etwas gesagt? Nein, den musst du nicht waschen, den kochen wir einfach. Okay, ja. Also jetzt, machen wir hier ein Salatsäuseli. Ja. Also. Weißt du, was würde ich zuerst machen? Ich würde das Zeug hier tun und dann tun wir es zuerst ein bisschen salzen. Weißt du, ich meine, das was ein für Zeug? Einfach der Inhalt. Der Schüssel. Ja. Dann können wir es ein bisschen salzen, dann verliert es aber schon ein bisschen Flüssigkeit und Geschmack. Und anhand von dieser Flüssigkeit, die es schon ein bisschen verliert, aus der kannst du nachher wie so tiefer in die Hose reingehen. Nicht ganz oben. Noch nicht. Ja, das ist immer wichtig. Ja. Nein, der Mensch muss noch weiter. Ja, der tut es nicht mehr. Ja, komm, wir nehmen einen Schluck. Komm, wir nehmen einen Schluck. Hast du einen lustigen Schnuckspruch? Nein. Weißt, da kann man so nein, rein. Genau. Hast du den gewaschen? Ja. Sicher. Aber Luke, ist die Partner okay. Ist gegangen und ich wollte cool. Auch, ich möchte keinen Schnupf, ich würde lieber vielleicht nach 20 Jahren Quarantäne mal eine kleine CBD-Inhalation. Nein. So. Nein, da haben wir doch jeder hat eigenen. Ja, das stimmt. Ja, ja nimm, verdient. Kleine CBD kann man schon. Achtung. Ah, das sind so Vorträge. Ah, das ist wie das Amsterdam früher. Für einen Podcast? Ja, weißt du, hat man einen für Podcast. Aber wieso schmeckt sie so nach Fenchel? Ich schau mal. Ich habe einen Fanclub. Sehen wir das? Also von jetzt an geht es bergab. Du brauchst ihr denn noch? Keine Ahnung. Ja? Ja, was sagst ist die du? Wie findest du bis jetzt? Ja, also ich finde es total schön hier beim Kneckebull und beim Luke. Also, es sind ja auch beides ganz gute Künstlerkollegen, die ich schon lange kenne. Also der Kneckebull. Den Luke habe ich bis jetzt noch nicht gekannt, aber er ist ganz ein lässiger Typ. Und ja, wir haben so Freude auch am Kochen. Und es ist auch ein bisschen sozial, weil wir tun jetzt hier essen, was sonst fortgerührt worden wäre. Und es wäre ja auch schade. Ja, das ist ja so. Du musst ja so. Aber wenn ich rede. Ja, natürlich. Sorry. Ja. Ja. Was möchtest du noch wissen? Ich gang. Ich kann nicht mehr. Ich habe das Huren nicht. Gespräch am. Ich merke es. Meine Damen und Herren, das ist der Luke. Er ist. Er wäre gerne Rapper geworden, dann ist Corona gekommen, zum Glück. Weil dann hat man nicht gemerkt, dass er eigentlich auch gar kein Talent hat und kein Biss. Hallo? Aber er hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, um zwei, drei Rhymes irgendwie herzudroppen. Auch das ist ihm nicht wirklich ganz gelungen, war er sich auf Corona gesehen. Er hat keine Ahnung, er kann es nicht. Er hat gesagt, Battle, Rap und Dissen, das ging nicht. Und zwar nicht, weil er es nicht machen sondern einfach, weil er es nicht kann. Aber er kann kochen, er ist gelernter Koch. Kann man jetzt im Moment halt auch nicht, ausser irgendwo auf der Terrasse. Ich sage nur Augen auf bei der Berufswahl. Aber ich war mal Oberstufenlehrer, ich kann auch Berufswahlkunde bieten. Luke, was sind denn so deine Interessen? Was kannst du gut, wo bist du wirklich gut, ausser da ein bisschen im Fenchel mischen? Im Zuhören. Ja, ich habe es gemerkt. Was ist die Frage schon wieder? Komm, wir nehmen mal hier. Ich habe das Gefühl, das war ein Fehler, die dunkle Brühe. Jetzt das nehmen wir die geschwind raus. Das ist wegen Mancetto Balsamico. Schau. Wir müssen euch sehr ein... Also, eben, wenn wir so ein wüsstet, wie ihr etwas sind, dann können wir uns anpassen. Wie lange haben wir noch? Weißt du, wir haben noch eine Sache, man muss kochen. Ja, wir haben auch gekocht. Sorry. Guss geht zwei fucking Minuten zum Kochen und alles andere kann man bei euch roh essen, außer das Pulli. Ja, Augen auf bei der Sackwahl. Ja, bei der Sackwahl. Sorry, hast recht. Ja. Augen auf bei der Sackwahl. Deep shit, Mann. Poulet vous couchez avec moi. Jetzt wird es wirklich persönlich, Philipp.
Wollt ihr das mal ausbaden? Ihr seid schon lange unterwegs. Ja, ich nehme glaub, so, komm, ja. Wir nehmen mal ein Stückchen hier. Ich würde auch sagen, zur Beruhigung, zur allgemeinen Beruhigung. Jetzt nehmen wir einen Schnupf. Okay. Nein, ich kann nicht. Mal, wir nehmen einen. Den Schnupf? Ich weiss, wie lange nicht mehr Schnupf gibt. Ich habe wahrscheinlich etwa 15 Jahre keinen Schnupftabak gehabt. Ich auch nicht, ja, aber ich weiß sowieso. Also, ist es Kensington? Nein, es ist... Nein, es ist Crystal Meth. Nein, es ist nicht Crystal heisst der. Es schmeckt ein bisschen nach Aprikose. Es schmeckt ein bisschen nach Aprikose. So wenig wirklich, wie möglich. Ja, ich gebe mir Mühe. Nicht mehr, immer. Ja, hast du. Was? Hat was? Ui, das ist stabil. Stell dir vor. Also. So. Ja, also. Also. Und jetzt Patti. Patti, bitte. Ist das Hängen los? Das machen wir so richtig Rose, krass. Rose. Krass. Weißt du, was machen wir da? Mit dem Lisi und alles. So, weißt du, so zusammen. Auf den Zusammenhang. Zusammenhang. Klebt es noch etwas? Du hast doch noch etwas. Nein! Also ich möchte dir schon sagen, ich habe das so Furtblasen mit der Nase, aber bei Schnupf ist nicht so schlimm wie bei... Egal. So. Okay. Wer hat es einfach mehr mit dem Blasen? Aber ich hätte es noch gerne wegen Menthol, weil man nachher so... Ich hätte es noch gerne wegen Menthol, ja. Weißt du, was ich meine? Das macht so wirklich so gut. Ja, es weckt einen, gell? Vielleicht fange ich wieder an zu schnupfen. Scheiße auf Weed. Das müssen wir irgendwo kühlen. Das muss sich abkühlen. Also, du hast auf eine Kuh weit. Du kannst ein blasen. Ja, also gut. Patti Blaser. Komm, gib Knäckebrot. Was machst du jetzt da? Das, ich mache es so, dass es kühlt. Wenn's... Aber hast du ja gedacht, ich könnte es... Vorausstellen, aber nicht in die Sonne. Aus der Atlantstrasse. Atlantstrasse. Hey, von denen kann man gut schiessen. Ich weiss, ich weiss. Weiter vorne. Okay. Jetzt hast du, was hast du jetzt da schon alles dran? Hey, noch ein bisschen Salz, ein bisschen Öl. Look, wie findest du das Motto Dieter Bohnen? Sehr geil. Gut. Ich finde, du hast einen Gottschalk. Weißt du, was ist hier? So. Günter Lauch wäre auch noch. Sehr geil. Hey, weißt du was? Günter Lauch. Von jetzt her könntest du einmal die lustigen Wortspiele machen bei uns. Ich bin der Philipp viel lustiger als dir. Ja, ist ja viel lustiger als dir. Jetzt kommt der Philipp rein. Ja. Jetzt kommt noch der Philipp. Das ist Mariana. Hey, nein. Doch, es ist so. Und der Moderator ist da. Ist doch so, wie hinter jeder Queen steht im Schatten. Ist das das T-Shirt mit einem Spruch? Aha, oh ja, das stimmt. Aber manchmal stirbt er dann halt leider vorher. Ja. Scheiße. Das Messer habe ich schon wieder. Ich stelle mir das Ding auf die Straße raus. Nein, mach das nicht. Wow. Die haben Stromausfall. Ein Strassausfall? Nein. Baue ich auch. Nein. Stromausfall. Hey, Crew, Technik, Hopterbop. Moll! Wir brauchen Power. Ja, wir haben keinen Strom mehr. Aber wir haben keinen Strom. Aber ich habe im Pult jetzt keinen Strom mehr. Hey, also, wir müssen noch einen schaffen. Hey. Scheiße. Ja, ich kann dir irgendjemanden zurückgeben. Okay, easy. Okay. Also, das geht weiter, wir haben ein technisches Problem. Hat sie denn aufgehört? Hat das nicht zu der Show gehört? Eben. Also, Luke! Ja. Haben wir ein Ding? Rapsen. Wie heisst das? Was hast du jetzt zu dir? Zitronen-Ding? Ja, dass man ein bisschen vor Haut reinrapsen könnte. Ah ja, kann ich euch bieten. Hey. Ah, da hat sie noch richtig so Messer und so geiles Zeug. Was ist das? Victorinox! Victorinox. Victorinox Jacobo. Müller. So. Was sagt das? Was ist das? Was gibt nicht nur? Du gibst mir irgendetwas in die Hände, so, das ist das, was ich brauche. Was ja, schau, das ist so. Genau, ja. Nein, so, schau, das sind wie so Messerli kleine. Und dann machst du so. Siehst du? Ich mache so nicht. Es ist jetzt einfach das Ding, dass du das schon aufgeschnitten hast. Gut. Aber jetzt kann das selber nicht. Du möchtest jetzt sonst noch gestalten. Was möchtest du jetzt noch so? Schau.
Was ist das? Kochen. Aber wie soll ja, das effizient? Das ist doch keine effiziente Idee. Hey, ihr habt einfach wirklich. Du musst jetzt wirklich. Nein, weißt du, wir würde ich jetzt. Schau jetzt mal. Jetzt nehmen wir noch eine Pasta raus, tun sie kalt kaltem Wasser an. Du sagst es jetzt nicht, weil okay. Wir wissen es eigentlich. Wir haben ja ganz klar. Wir haben genau einen Plan. Also, weißt du, ich will gar nicht sagen, ich habe voll das Ding verschissen, das Guss. Ja, ist klar gewesen. Aber nein, es ist eigentlich wurden geil. Aber ich sage nur. Ich sage nur die ganze Zeit. Ich sage einfach, dass es nicht gut ist, dabei ist es der Hammer. Dann tu doch ein bisschen Salz sublimiert. Und probier. Salz? Klingt ganz wenig so vom Crystal. Crystal da. Und jetzt so wie beim Salt Bay. Ich muss aber da noch ein bisschen von dem probieren. Oh ja. Ja? Nein. Wow! Ist geil. Damn! Na, was machst du? Abbrennen wegen Corona. Ich bin Au, jetzt verbrennt die Lippen. Ja, was sagst du mir, Mann? Wieso hast du jetzt abbrennt wegen Corona? Du hast die Strenze gewesen, so. Hey, wir sind fertig. Perfekt. Jetzt das kannst du noch. Oder willst du einfach rot drüber gehen? Ja, ich würde es nachher am Schluss noch hier tun, das noch ein bisschen rot. Das ist geil, weil da hat es jetzt hure Saft so genau. Mhm. Aber also schon noch. Ich weiß, aber wir müssen schon noch. Also weißt schon noch kurz erhitzen, okay. So, aber einfach nicht zu lang. Einfach Salmonella killen. Genau. Liebe Mädchen und Buben, es ist gut, wenn man vorsichtig ist wegen Corona, aber man muss nicht so ängstlich sein wie der Knäckebull. Merci. Er ist manchmal ein Vorbild, manchmal auch nicht. In vielen Sachen ein Vorbild. In Sachen Rap für mich nicht. Ein Nachbild. In Sachen Rap finde ich es sehr mega schlecht. Bilder sollte man sowieso aufhängen. Aber der Knick nicht. Was sind eure grössten Nachbilder? Für wer bin ich das grösste Vorbild? Habt ihr ein Vorbild? Ja. Wer? Der Globi. Der hat immer reine Endreime gemacht. Genau, der Reimi. Der Reimi. Und hast du gewusst, es gibt ja einen christlichen Globi. Der Globi. Globi nicht. Der Globi-Trotter. Du, ich glaube, das kann man ablehren. Im Fall. Das ist jetzt, ja. Musst du mit dem Appellohr hören, nach Schulz. Ich habe das hier missbraucht. Das ist eigentlich im Gastronom. Genau, ja. Das beide eben. So, also bitte mal alle Kameras aus. Ich mach's da hinter, ich mach's hinter dem Rücken. Mmm, porca miseria. Hey. So, das ist wieder gut für den Gastronom. Ja, ja, das ist gut. Und der Gastronom ist eh mit einem Schenkel zufrieden. Der ist mega ist eh schon mit einem Schenkel im Grab. Ja, gibt's den Ausdruck? Nein. Mit deinem Schenkel im Grabs? Ja, mit deinem Bein im Grabs. Das bin ich, ja. Also. Mit deinem ganzen Bein im Grabs. Also, da kommt drin. Ein bisschen Salat, ein bisschen. Ich würde sagen, wir sind so im Drei-Punkte-Ding. Okay. Ein bisschen Salat, ein bisschen Guss, ein bisschen Ding. Und nimmst du oben weg. Klassischer Drei-Punkt. Genau. Drei-Punkt-Anrichtung. Genau. À la Bocuse. Genau. Nein, sicher nicht. Sorry. Ich bin am Anbröteln. Oh, 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 sorry, sorry. Sorry, ja. Hm. Idiot Jenny. Ja, er ist ja nicht Idiot Jenny. Das macht doch nichts. Sehr gut. Sieht brutal aus. Wicked, oder? Ich glaube, es geht gut. Komm, ich gebe noch ein mehr von dieser Soße noch übers Pulle. Meinst du nicht? Ja. Ui, jetzt aber! Ich kann da unten noch ein bisschen hinter, dann kann ich es selber. Komm. So, etwa. Ja, das ist einfach noch ein Fenkelstück. Bing, fertig. Erst. Bisschen Dill. Bisschen Dill. Ach, du hast noch ein Dill. Wo hast du noch ein Dill? Wo haben wir den Käse her? Wir können noch ein bisschen Schiff machen, während der Messer. Wir da. Aber die Soße, Patti, die Soße. Schau, jetzt machen wir eine Mischsoße. Nein, ich schwöre, du musst ein bisschen von dieser Soße draufbauen. Ja, genau, wir machen eine Mischung. Also gut, wir haben für den Metrognom ein. Für den Gastrognom? Schon wieder falsch gesagt. Komm, ich mach nochmal, oder? Also, was hast du noch? Blablabla. Ja, bist gut. Also, wir wären fertig und haben uns ein Menü für den Gastrognom. Das ist ein Fenkel-Peperoni-Salat, ein Muskus und ein Bullenschenkel mit Harissa. Wir haben hier für den Metrognom. Für den Gastrognom haben wir ein Bullebrüste in Senfsoße. Doppel-D. Coupe Doppel-D. Dann haben wir
kupierte, beschnittene Bohnen. Managerbohnen. Managerbohnen, Bohnen. Wir haben Volanti. Volanti, das ist eben für die Manager auch, weil heutzutage alles volatil ist. Oder involant, ja. Volatil. Oder insolvent. Mhm. In, mit einer Chili, Senf. Und wie heisst die Soße, die du gesagt hast? Patalei. Patalei mit einer Patti-Alei-Soße, mhm, weil ich sie alleine gemacht habe. Eigentlich. Ja. Ach, und dann haben wir weißen Romanesco. Si. Romanesco. Romanesco? Si. Genau. Du kannst ja Portugiesisch. Sag doch Portugiesisch. Romanesco. Romanesco. Bianco. Blanco. Ich weiß es nicht mehr. Knäppchen Bouillon. So, okay. Also, hopp. Bringen wir das. Also natürlich sie. Ja, ist. Also. Dann gebe ich, gebe mir sie jetzt am Gastro. Ruhe. Ich glaube, ich gebe mir sie jetzt am Gastrognom. Merci. Hallo zusammen, ich bin der Gastrognom und ich bewerte jetzt das Essen und ich fange an mit dem Knäckebull und der Patti Basler. Ich habe hier Pasta, Bohnen, Romanesco und Poulet. Das Poulet war etwas lang drin, würde ich sagen. Aber die Sauce ist sehr fein. Der Bohnensalat schmeckt mir sehr gut. Jetzt kommen wir zum Romanesco. Gut. Ich komme auch. Krummen auch. Lieber Gastronom, ich wünsche dir herzlichst einen guten. Meinen Löffel brauche ich noch. Dankeschön. Der Luc und Philipp haben auch Bulle gemacht, aber mit Knochen. Eine gute Schärfe. Dann hat es einen Muskus. Und auch einen kleinen Salat. Ja, mit Fenchel drin. Ist nicht so mies. Gut. Gut, ich habe einen ziemlich klaren Sieger. Und den schreibe ich jetzt aufschreiben. Also ich finde, das Couscous ist gar nicht mal, gar nicht mal so gut. Das ist eben von Wöwe. Also der Metrognom, wie heisst das hier? Gastrognom. Gastrognom. Zeig mal. Hat Ding gebracht. Bewertung. Sind wir gespannt. He? And the winner is... Total gespannt. Total gespannt. Yeah! Knäckebull, ganz fest Glück? Abgekürzt. Es tut mir leid. Das heisst doch Knäckebull? Nein. Cool. Hey, gratuliere dir. Mega, du bist nur von hinten cool. Hey, ja, aber ja, dann. haben wir gewonnen. Nein, wir gratulieren. Ich muss sagen, wirklich. Schau, ich mag dir das gönnen. Ich habe dir auch den besten Jungle ausgelehnt, was es gibt, oder? Ja, das, das ist also wirklich. Hast du wirklich gut im Zudienen? Wir sind das wirklich so. Gute Verlierer. Bei uns ist es auch mit der Party. Ja, eben, ich bin keine gute Verliererin. Wirklich nicht. Aber ich finde, du handelst gut im Fall. Jetzt noch. Ich mache mir wenn die Kamera weg ist, wahrscheinlich nicht mehr. Ich mache mir überhaupt nicht aus, dass die Luch und Steam gewonnen haben. Für ein Couscous, was so ein bisschen... Das Couscous ist grusig, aber das Bulle hat... Aber ich habe ja gesagt, es ist ein Muskus. Das Grusgrus. Es ist Muskus. Muskus, habe ich gesagt. Darum habe ich alles relativiert. Muskus ist es. Hey, hallo. Ein kleines Grusgrus. Es ist ein Corona-Test. Hey, yes. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja. Also ich bin am Ende. Du bist am Ende von deiner Kunst angelangt. Du hast eine Stunde. Ich bin nie und jetzt ist es vorbei. Ja, das ist also. So. Ja, wahrscheinlich nie mehr. Und wir sind noch mitten im Lernprozess, gell? Wir auch, ja. Und wir finden uns auch noch ein bisschen. Und es wird immer besser. Wir sind noch ein bisschen im Lernprozess. Ja. Das macht mir noch kaputt. Wir hatten Nudeln, das Poulet, Bohnen, der Romanesco. Kann man alles nicht roh essen? Mol, heisst ja Romanesco.
Oder eben. Romanesco. Aber Romanesco nicht. Aha, okay, ist gut. Romanesco nicht. Romanesco, no. Okay. Hey, gut, ich würde sagen, merci, sind wir da gewesen. Oder? Oder nicht merci sagen? Nein, ja, sorry. Sorry, Knecht, du musst dir ja, du hast gewusst, wie du dir noch herholst. Jetzt hast du halt nicht gewonnen. Ja. Mein Fazit ist eigentlich, dass man auch, wenn man weniger gut kocht, auch mal ihre Kochshow kann gewinnen kann. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ihr weniger gut kocht. Also ich persönlich würde sagen, sogar das Unentschieden versöhnlich. Aber der Gastro ist halt knallhart in seiner Meinung. Und es ist ja so, halt, ich kann auch nicht daran ändern. Das ist. Aber es ist gut, es geht ja auch ums Mitmachen bei diesen Sachen. Und immer, so. Immer. Man hat mir ja auch gesagt, welcher Teller für den Gastro ist. Die grusigen Stücke habe ich eigentlich für euch auf die Seite. Und nachher hat es geheißen, aber das sei der Teller für den Gastro genommen. Wir hätten eigentlich gewonnen. Wir hätten eigentlich gewonnen, wenn wir wirklich die besten, weißt du, so viele Stücke sind. Wir hätten nicht können wissen. Cut! Ah. So. Jetzt bin ich völlig anders, wenn die Kamera nicht mehr an ist. Nein, er hat es gut. Ich bin gar nicht im Song. Fuck, sie ist noch rot. Pas de cuisine, pas de cuisine, pas de cuisine, pas de cuisine.